Nur 2 Tage, nachdem Jadens Frau von uns gegangen ist, ist meine Schwester bei ihm eingezogen. 3 Tage später haben sie ihre Verlobung verkündet. Und am Wochenende findet die Hochzeit statt. Ich weiß nicht warum, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass meine Schwester etwas mit Rosas plötzlichem Tod zu tun hat. Oder ist das alles nur ein seltsamer Zufall? Wir sind wieder zurück bei unserer Disney Legacy. Und wie ihr im Intro schon gesehen habt, es ging alles sehr schnell. Am Ende des letzten Parts hat Serena ja dafür gesorgt, dass Jaden keine Ehefrau mehr hat. Sagen wir einfach mal, es war ein Unfall. Und mittlerweile ist sie schon bei ihm eingezogen und die beiden heiraten am Wochenende. Wir sind aber gerade hier bei unserer Snow. Sie lebt natürlich hier in dieser Wohnung und Mia ist gerade bei uns. Die beiden unterhalten sich ein wenig und Snow möchte am liebsten über nichts anderes als Serena sprechen, aber bisher hat sie sich da noch nicht drüber getraut. Sie sprechen über das Wetter, über allgemeine Dinge, aber ich glaube, jetzt ist es soweit, dass Snow Mia fragen wird, was sie eigentlich von der ganzen Situation hält. Deshalb wird sie Mia jetzt einfach mal allgemein fragen, was sie eigentlich von der Hochzeit hält und wird mit ihr einmal über Veränderungen in der Nachbarschaft reden. Am Wochenende ist ja die Hochzeit meiner Schwester. Weißt du schon, was du anziehen wirst? Bist du schon aufgeregt? Und Mia meint, ja, natürlich, ich freue mich für die beiden. Sie scheinen wirklich, wirklich glücklich zu sein. Und weil Mia jetzt überhaupt nicht darauf angesprungen ist, aber Snow das Ganze eben beschäftigt und sie sich ja irgendwie auch fragt, ob ihre Schwester möglicherweise etwas mit Rosas Tod zu tun hat, wird sie etwas Bösartiges machen und versuchen, über ihre Schwester Serena zu lästern. Sie sagt einfach, das hört sich ja schrecklich an. Ich werde selbst mit Serena reden. Heißt das jetzt, Mia will Snow einfach verpetzen und Serena sagen, dass wir sie verdächtigen? Wir versuchen jetzt einfach mal unauffällig das Thema zu wechseln und werden über unsere eigene Hochzeit sprechen. Wir werden ein wenig Zweifel über unsere Hochzeit äußern. Also ich weiß jetzt nicht, ob Snow wirklich Zweifel hat, aber möglicherweise haben alle Menschen irgendwie ein bisschen Zweifel. Denn falls ihr es schon vergessen habt, Snow und ihr Prinz Oliver sind ja seit dem letzten Part auch verlobt. Und ich habe euch ja auch gefragt, was ihr euch für eine Hochzeit wünscht. Und das Gute ist, fast alle waren sich einig dabei, dass es eine kleine Hochzeit werden soll. Aber wobei ihr euch nicht einig wart, waren die Haustiere. Hier schreibt zum Beispiel Dinstil, dass sie es mega süß finden würde, wenn Oliver Snow bei ihrer Hochzeit eine Katze schenkt. Aber hier haben wir ein anderes Kommentar von Marlene und die würde sich freuen, wenn sie 2 Hunde bekommen. Deshalb jetzt die Frage an dich. Hund oder Katze? Und bitte schreib mir auch am besten gleich Namensvorschläge in die Kommentare. Möglicherweise schaffen wir das nämlich schon im nächsten Part. Und nun sind wir hier auf der wohlhabenden Insel in Windenburg bei den Bishops. Und mittlerweile bestehen die Bishops aus Jaden, der hier unten irgendeiner älteren Dame beim Kochen zusieht. Dann natürlich noch unsere Serena, die hier ohne Schamgefühl halbnackt im Zimmer ihrer Stieftochter sitzt und deren Laptop benutzt. Dann gibt es noch Brianna, das ist Serenas älteste Stieftochter, die, um ehrlich zu sein, fast gleich alt ist wie sie. Die 2. Tochter ist Gabriella, die ist ja auch schon eine Teenagerin und die sitzt einfach am PC ihres Vaters. Und der kleine Julian ist einfach schon ein Kind. Und eine Sache wird die meisten von euch jetzt vermutlich erschrecken, aber wir haben tatsächlich die meisten Ziele der bösen Stiefmutter schon abgeschlossen. Denn erstens haben wir schon einen wohlhabenden Witwer geheiratet. Zweitens hat sie mit dem Umzug in dieses Haus ihr Bestreben schon abgeschlossen. Sie ist jetzt offiziell Herrenhausbaronesse. Wenn wir schon dabei sind, können wir ihr gleich mal ein neues Bestreben geben. Eigentlich ist ihr größter Traum mittlerweile ja, dass sie ihre Schwester erledigt. Aber ich glaube, das gibt es leider nicht als Bestreben. Wir geben ihr einfach mal herrlich reich, denn sie möchte einfach immer und immer und immer und immer reicher werden. Und wo wir außerdem schon auf dem besten Ziel dahin sind, ist, dass ihre Stiefkinder sie hassen sollen. An dem können wir ja gleich mal arbeiten.
Und dann haben wir aber noch drei ganz offene Ziele. Erstens, platziere in jedem Zimmer im Haus einen Spiegel. Zweitens, habe stets Bedienstete. Und drittens, töte Schneewittchen. Und ein weiteres davon könnten wir eigentlich auch gleich erfüllen. Wir holen uns jetzt Bedienstete. Wir werden gleich mal Service engagieren. Wir holen uns gleich einen Butler. Und möglicherweise später ja noch einen Gärtner und eine Haushaltshilfe dazu. Immerhin ist das ein großes Haus und Serena kann ja nicht alles allein machen. Oder eigentlich kann sie gar nichts machen, weil sie nichts machen will. Und hier unten habe ich jetzt schnell ein Badezimmer zum Butlerzimmer umfunktioniert. Und Akito Mori wird ab jetzt hier leben. Der nächste Morgen ist angebrochen und wir sind mit Serena jetzt in Tartosa, denn wir müssen eine Hochzeit planen. Und Serena spaziert jetzt hier die Strandpromenade entlang. Was haben wir hier? Hier können wir Essen bestellen. Okay, das brauchen wir momentan tatsächlich nicht. Aber hier unten kann sie ihren Hochzeitsstrauß kaufen. Wir verhandeln natürlich nicht, denn wir sind reich und handeln ist nur was für arme Leute. Gänseblümchen, hellblaue Rosen, hellrosa Rosen. Oh mein Gott, das ist alles so schön. Was passt am besten zu ihr? Weiße Rosen, ein zarter Strauß weißer Rosen. Und für Snow müssen wir dann definitiv farbenfrohe Gänseblümchen nehmen. Einen Hochzeitsstrauß haben wir schon mal. Dann geht es weiter hier nach hinten. Denn wir brauchen natürlich auch noch eine Hochzeitstorte. Ich hoffe so für Serena, dass es eine schöne Hochzeit wird. Und auch hier haben wir jede Menge Auswahl. Am besten wäre vermutlich wieder was Klassisches. Runde Hochzeitstorte. Weiße, vierstöckige, runde Torte mit rosafarbenen Wimpeln. Ich habe keine Ahnung, was Wimpeln sind, aber das klingt doch gut. Und tatsächlich sehe ich gerade, Serena fühlt sich angespannt, weil sie eifersüchtig ist. Wenn dein Schatz nicht bei dir ist, woher willst du wissen, was er dann macht? Und mit wem er es macht? Es wirkt ganz so, als würde Serena ihrem zukünftigen Ehemann nicht zu 100% vertrauen, was ja vielleicht auch damit zusammenhängt, dass sie auch die andere Frau war. Also ganz sicher ist sich Serena in ihrer Beziehung nicht. Aber möglicherweise fühlt sie sich ja besser, sobald sie ihr Hochzeitskleid gekauft hat. Ich hoffe es zumindest für sie und ich hoffe natürlich, dass die Eifersucht nicht berechtigt ist. Und so wird unsere Serena heiraten. Dann können wir eigentlich nur noch drauf warten, bis die Hochzeit beginnt. Ich weiß, das klingt wie ein Klischee. Aber so schön wie heute hat meine Schwester noch nie ausgesehen. Und wisst ihr, was verrückt ist? Wir haben uns auch noch nie so gut verstanden wie heute. Könnte es sein, dass ihre Ehe mit Jaden doch kein Fehler ist? Wird sie durch ihn möglicherweise zu einem besseren Menschen? Die Hochzeit der beiden war wie im Märchen. Alles schien so perfekt. Ich habe Serena noch nie so glücklich gesehen. Doch dann kam alles anders. Jaden trank einen Cocktail nach dem anderen. An seinem Hochzeitstag wird man doch noch feiern dürfen, hat er gesagt. Mir war das alles zu viel und ich ging nach draußen. Doch er folgte mir. Er sagte mir plötzlich, wie schön ich doch sei. Und dass, wenn er mich sieht, er sich fragt, ob er sich für die falsche Schwester entschieden hat. Und dann hat er versucht, mich zu küssen. Ich habe ihn sofort abgewiesen, aber es war zu spät. Serena hat alles gesehen. Wieso musst du immer alles kaputt machen? Kannst du mich nicht einmal glücklich sein lassen? Ich wollte das doch gar nicht. Ich habe ihn abgewiesen. Natürlich wolltest du das. Aber ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Verschwinde von hier, sonst ereilt dich das gleiche Schicksal wie Rosa.